Lässt es nicht zu, dass Mönche sich streiten oder argumentieren. Sagt, es gibt nichts zu argumentieren und es gibt niemand, der recht hat oder niemand, der falsch ist. Das Dhamma ist Dhamma und da argumentiert man. Ich weiß ja nicht, worum es da ging bei dem Gespräch. Das war ihm wurscht. Der hat nur zwei Mönche gesehen, die sich gestritten haben, und das war für ihn, das war zu viel. Aber in den Sutten wird öfter erwähnt, die Wichtigkeit anderer Mönche darauf hinzuweisen, dass ihr Verhalten oder dies und jenes nicht in Ordnung ist. Das hat Buddha selbst seinen Mönchen immer wieder gesagt, und er hat auch immer darauf hingewiesen, in welcher Art diese Kritik einzunehmen ist oder nicht einzunehmen. Richtig. Das ist doch was anderes. Das heißt doch nicht argumentieren. Nicht zu streiten. Man kann darüber streiten, bestimmte Verhaltensweisen richtig sind oder nicht. Da kann man schon ein Argument verfallen. Ich weiß nicht, das ist mein... Nein, das ist, weil wenn es richtig abläuft, dann sagt ein Mönch in einer freundlichen Stimme oder zu einer guten Zeit, dass dieses oder jenes nicht passend ist oder gegen die Vinaya ist oder gegen die Regeln, die hier im Kloster sind. Fängt der andere dann zu argumentieren, dass das nicht so ist, dann sollte der andere aufhören. Entweder ist es dann so stark, dass es vor die Gemeinschaft der Mönche gebracht werden, entweder ist das Missverhalten so groß, dass es vor die Gemeinschaft der Mönche gebracht wird, und dann wird es dort diskutiert. Aber ansonsten ist es einfach nur ein Hinweis. Entweder nimmt er den an oder er nimmt nicht an. Wenn das ein Vergehen ist und da schaut Tanaja Mahabodha schon drauf, dass es irgendetwas ist, was den Klosterablauf stört, dann wird er selber Aktion machen. Er will nicht. Er will einfach nicht, dass die Leute anfangen zu streiten oder zu argumentieren. Das ist nicht für ihn, das ist nicht der Sinn der Sache. Weil das bringt so viel Unruhe in unseren Geist. Wenn wir anfangen zu praktizieren und wir haben dann ein Missverständnis oder eine Argumentation mit einem anderen Mensch, dann können wir den ganzen Tag oder die nächsten paar Tage sind verlorene Zeit. Wollen wir ständig wieder die Argumente raufholen oder neue Argumente bringen, warum dies nicht so ist oder jenes nicht so ist. Und das stört uns nur in unserer Praxis. Und Tanaja Mahabodha hat den ganzen Praxisablauf hier bestimmt so, dass wir wirklich die Praxis machen. Dass wir nicht, was der andere macht, dass das uns im Grunde genommen nichts angeht, solange das nicht wirklich tatkräftig gegen die Vinaya ist. So fällt mir ein, und aus Buddhas Zeit, und da hat sich die ganze Sangha zerstritten, richtig, als Buddha noch gelebt hat. Richtig. Dann ist er im Wald gegangen. Richtig, für 3 Monate. Und es ist hier auch passiert, nicht hier in diesem Kloster, aber im anderen Kloster. Da haben auch 2 oder 3 Mönche irgendwas gemacht, was dem Abt nicht gefallen hat, und dann ist er einfach abgezogen. Und dann haben die Laien ihn für 3 Monate lang gesucht, wo er denn ist. Haben sie nicht gefunden, keine Spur hinterlassen. Lumpuli. Das war vor 6, 7, 8 Jahren. Ne? Ja, der war schon alt. Ne? Der hat einfach seine. Der hat in der Mitte Nacht, hat er seine Sachen gepackt und ist ab. Ja, in seinem Kloster kannst du dich auch gut verstecken. Nein, der war nicht im Kloster. Nein, aber eben, das ist der Kloster. Ja? Das ist ein Riesengebiet. Ne? Ich weiß nicht, wie viel. 7000 Reihen. Hier das Kloster hat, was weiß ich, 303 oder 203. Ne? Nein, der. Wo haben sie denn gefunden? Irgendwo 500 oder 600 Kilometer. Also weit, der ist raus, nach Westen ist er gegangen. Hat niemand Bescheid gesagt. Das kann nämlich dann,
Und deswegen lässt es Tanata Mahabodhi nicht zu. Das kann dann so weit kommen, dass der ganze Sangha sich streitet. Und das will er nicht. Sagte, die Leute, die sich streiten wollen, die können draußen streiten. Die brauchen nicht hier. Die Leute hier, die praktizieren wollen, die sollen hier praktizieren. So ein Streit kann wie ein Messer in der Brust sein, ne? Seine Methode, das Kloster einfach zu halten. Den ganzen Arbeitsablauf, der Arbeitsablauf der Mönche so zu organisieren, dass er am wenigsten die Praxis betrifft. Also alles schnell, gründlich und ohne viel zu reden. Und ein Minimum an Aufwand. Das Kloster muss sauber gehalten werden, also Minimum an Aufwand, das Kloster sauber zu halten. Und je einfacher das Kloster ist, umso einfacher ist es auch sauber zu halten. Braucht ihr nur manche Marmortempel anschauen, die da existieren? Was glaubst du, wie viel da geschrubbt wird? Das Kloster von Ajahn Inn, ne, das ist also vollkommen mit Marmor ausgelegt. Die Mönche, die dort sind, 30 Mönche, die schrubben da 2 Stunden lang. Nur. Und wofür? Schaut euch den Saal an. Der ist aus Holz gebaut. Der hat jetzt schon 50 Jahre auf dem Buckel. Und das ist einfach, mit dieser Anzahl von Mönchen ist der einfach in 15 Minuten ist der sauber. Das ganze Watt, ne? Wenn genug Mönche draußen sind, das dauert eine halbe Stunde, bis das gefegt ist, bis die Klos gereinigt sind, das Wasser nachgefüllt ist und so weiter. Je mehr man hat, umso mehr muss man sich drum kümmern. Deswegen ist das Prinzip, ne, hier das Kloster so einfach wie möglich zu halten. Und die Arbeit, alle Arbeit auf ein Minimum zu reduzieren. Sodass die Hauptarbeit, und die Hauptarbeit ist die Praxis. Gehmeditation oder Sitzmeditation. Ausgeführt werden kann. Und dann auch keine Treffen oder keine Meetings oder nicht dieses oder jenes, diese Versammlung oder jene Versammlung, sondern jedem die persönliche Freiheit zu geben, so viel wie möglich zu praktizieren. Ob er nur nachts praktizieren will oder den ganzen Tag durch praktizieren will und dann nachts schlafen, oder der andere, der praktiziert die Nacht durch, weil die ruhiger ist und schläft über den Tag, das ist ihm wurscht. Hauptsache die Mönche praktizieren oder die Laien praktizieren. Wann sie das tun, das ist ihre Sache. Ob sie jetzt nur 5 Stunden Chongkong gehen oder die ganze Nacht durchgehen oder 2 Stunden Chongkong gehen, das ist die Sache der Mönche. Das zusammen in der Gemeinschaft zu praktizieren, das ist überhaupt nicht sein Ding. Sagt, das stört. Das sind Leute, die können kaum 15 Minuten sitzen, und dann sind andere da, die können 5 Stunden sitzen. Und dann stört es nur. Deswegen gibt es keine Meditation, die zusammen ist. Es gibt ja nicht mal dieses Morgen- und Abendchant. Das soll jeder für sich selber machen. Jeder ist für sich selber verantwortlich. Jeder ist für seine eigene Praxis verantwortlich. Das ist am Anfang vielleicht sehr ungewohnt. Für Leute, die überhaupt keinen Halt haben, müssen wir einfach hier anfangen, Selbstdisziplin. Wenn man sich das dann überlegt, auf längere Sicht ist das positiv. Auf längere Sicht ist dieser Stundenplan, der in vielen, vielen der Tempel vorherrscht, ist er hinderlich. Und dann kommt man raus und dann steht man plötzlich da. Wenn man das gelernt hat, von der Pike auf an gelernt hat, für sich selber zu praktizieren und das Möglichste rauszuholen, dann wird es zum Ende hin sehr einfach. Aber das muss man halt einfach lernen. Und sich nicht um andere Sachen zu kümmern. Befreit uns von den Sorgen.
Ansonsten fangen wir mal an und schauen, was der andere macht, was diese macht und jener macht. Dann gefällt uns dieses nicht und jenes nicht. Und dann sprechen wir mit dem anderen darüber, der macht aber dieses und so weiter. Und dann ist unser ganzer Tagesablauf weg. Die Praxis, die wir haben, ist weg. Und das Motto, das Thanata Mahabodha häufig sagt, ne? Schaut auf euer eigenes Herz und schaut nicht auf das Herz der anderen. Weil da passieren die ganzen Dinge. In unserem eigenen Herzen kommt die ganze Unruhe zustande. In unserem eigenen Herz entsteht die Rastlosigkeit. In unserem eigenen Herz entsteht die Gier und entsteht Hass. Entsteht Abneigung, Unwillen und so weiter und so fort. Da entsteht sie. Und deswegen sagt er, da müssen wir schauen. Und alles, was uns ablenkt, selbst wenn jemand was Falsches gemacht hat, und wir darauf reagieren, lenkt es uns von unserem eigenen Fehlverhalten ab. Wir müssen versuchen, unser eigenes Fehlverhalten in den Griff zu bekommen und nicht das Fehlverhalten von anderen. Das müssten wir jetzt eigentlich gelernt haben im Laufe unseres Lebens, dass wir nur uns ändern können und nicht die anderen. Und das ist das Hauptmotto hier. Wir lernen uns zu ändern. Unsere Reaktionen auf die äußerlichen Dinge. Wir reduzieren die Möglichkeit, dass wir Reaktionen haben, dadurch, dass wir möglichst viel praktizieren, alleine sind für uns. Und in den Fällen, wo wir mit anderen umgehen müssen, dann müssen wir versuchen, dass wir bei uns bleiben. Dass wir die Achtsamkeit haben, bei uns zu bleiben und nicht zu schauen, was der andere auf seinem Teller hat. Oder was der andere macht. Das ist nicht hilfreich für unsere Praxis. Was hilfreich wäre, ist, wenn wir unser Herz anschauen, wie unruhig das ist, wie leidvoll das ist. Und warum ist denn reagiert? Warum reagiert sie? Die Welt hat so viele verschiedene Gesellschaften. In der einen Gesellschaft ist das richtig, in der anderen Gesellschaft ist das richtig. Und das stimmt nicht immer überall. Manchmal ist es sogar genau das Gegenteil. Wir müssen nur schauen bei uns, wir müssen bei uns bleiben und schauen, was in uns passiert. Kommt ein Gedanke von Abneigung hoch, dann müssen wir dabei bleiben. Und wir dürfen den Gedanken nicht weiterverfolgen, sodass die Abneigung zu einer richtigen, heftigen Emotion wird. Wie ich gesagt habe, wir müssen verstehen. Wir müssen zu lernen zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Was das ist, was das Ich ist. Wir sprechen ständig von unserem Ich. Ich will, ich mag, ich kann nicht, ich mag nicht, ich will nicht. Und wer ist bitte schön dieses Ich? Das müssen wir lernen zu verstehen. Und wenn wir da nicht genug Achtsamkeit haben, dann kommen wir nicht hin. Achtsamkeit auch in dem Sinne von Gewahrsein. Einfach der Dinge gewahr sein. Einfach der Phänomene gewahr sein. Das ist Achtsamkeit. Ist was rein in den das Sinnesfeld gekommen? Achtsam sein. Und wenn wir achtsam sind, dann passiert dann auch nichts weiter. Dann bleibt der Ton ein Ton oder das Geräusch bleibt ein Geräusch. Und es entwickelt sich nicht zu einem Huhn oder zu einem Hahn. Oder zu einer Schlange oder zu einer Ratte oder zu diesem oder jenen oder zum Mensch oder zu unserem Nachbarn. Geht es nämlich dann zu unserem Nachbarn und dann analysieren wir, was der Nachbar alles gemacht hat und dann sind wir schon in großen Schwierigkeiten. Wir schauen einfach nur, was in das Sinnenfeld reinkommt. Wir sind gewahr, dass da was reingekommen ist und dabei lassen wir es stehen. Wir versuchen das nicht zu analysieren, was es ist. Versucht mal zu trainieren, das einfach mal nur beim Hören zu lassen, ohne Assoziationen. Beim Sehen kann man es auch üben. Einfach mal zu sehen, ohne irgendwelche Assoziationen. Das ist jetzt dies, das ist jetzt jenes. Die Assoziationen mal wegzulassen, einfach nur mal bei der Gewahrheit zu bleiben oder Gewahrsamkeit oder wie auch immer ihr das nennt.
Bei der Achtsamkeit zu bleiben, dass irgendwelche Formen und Farben ins Auge gekommen sind. Zack, Punkt, aus. Nicht weiterentwickeln. Weil das Weiterentwickeln, das schafft die ganzen Probleme. Dann sehen wir nämlich eine Frau oder dann sehen wir einen Mann. Und dann kommt das Gefühl der Abneigung oder das Gefühl der Zuneigung. Und dann haben wir schon wieder mehr Probleme. Und dann kommen die Gedanken, wie man denn die Abneigung loswerden oder wie man denn die Zuneigung vergrößern. Und dann wird das Problem immer größer. Und zum Schluss ist es ein großes Problem, da wissen wir nicht mal wieder, wie man damit umgehen soll. Das passiert nicht in 5 Minuten oder 10 Minuten, das passiert innerhalb von einer Sekunde. Zack, ist es da. Wir brauchen uns nur Augen zu öffnen und zack, ist es da. Als ob das wirklich eine Entität in sich selber wäre. Dass das ein Snowball-Effekt ist oder dass das ein, wie sagt man das so im schönen Deutschen, Schneeball-Effekt ist. Der erste Stein löst die Lawine aus. Und je nachdem, wo wir die Lawine kötschen können oder je nachdem, wo wir die Lawine auffangen können, dann richtet sie keinen größeren Schaden an. Wenn sie noch ganz klein ist, okay, dann kann man sie aufheben und kann man sie, ja, zerkleinern. Ist sie so groß, dass sie uns überrollt, dann ist es Ende. Deswegen ist die Achtsamkeit so groß. Deswegen ist die Achtsamkeit so wichtig. Diese Achtsamkeit, diese Gewahrsamkeit, was geht denn in unsere Sinneskontakte? Und das ist das Erste, worauf wir reagieren. Was geht da rein? Und dabei stehen bleiben. Nicht in Gedanken, nicht in Erinnerungen, nicht in Assoziationen ausatmen. Sondern einfach dabei stehen bleiben, beim Geräusch. Gar nicht wissen zu wollen, was das für ein Geräusch ist. Sondern das Geräusch ganz einfach durch einen durchgehen zu lassen. Ohne Widerhaken. Wir bestehen zu 90 oder 99% aus Luft sowieso. Wenn man es ganz rein physikalisch betrachtet, da ist kaum Materie. Also das kann vollkommen durch uns durchgehen, ohne dass es... Aber wir halten es fest. Wir sagen, das ist jetzt der Hahn und der stört mich schon lange. Das ist nämlich der zweite Gedanke. Der Hahn ist der erste Gedanke. Dann kommt schon ein unangenehmes Gefühl. Und der stört mich schon lange. Dann wird das unangenehme Gefühl nämlich verstärkt. Und dann wollen wir nämlich was tun. Der hat doch wohl nicht alle Tasten im Schrank. Das ist das dritte. Und warum schreit er genau unter meiner Kutti? Oder vor meinem Fenster. Das ist das vierte. Und dann sind wir schon vollkommen aufgebracht. Wenn wir das einfach nur bei diesem Geräusch lassen, ja, wo ist das andere? Der ganze Rattenschwanz, der uns die ganzen Probleme bringt, kommt dann gar nicht mehr. Normalerweise haben wir ja beim Meditieren die Augen zu. Und das ist auch gut so. Weil bei den Augen ist es noch schwieriger. Es ist noch ein Grad schwieriger als bei den Ohren. Da einfach nur Form und Farbe zu sehen. Und nicht zu reagieren. Da sehen wir nämlich endlich, wir sind ein bisschen hungrig und dann sehen wir irgendwas, was wir in den Mund schieben können. Und sofort ist da. Oder wir sehen nichts und sofort kommen die Gedanken, was könnte ich mir denn jetzt in den Mund schieben? Und dann fangen unsere Augen heran, rumzusuchen. Die ganzen den Dingen, weißt du, oder wisst ihr, das ist, die Praxis ist, den Dingen auf den Grund zu gehen. Auf die Schliche zu kommen, wie das Ganze entwickelt ist. Und wenn wir wissen, oder wenn wir verstehen, oder wenn wir sehen, und das ist das, was Einsicht bringt. Ich spreche immer von Sehen, und wenn ich von Sehen spreche, dann ist es das innerliche Sehen, das Einsehen. Aus dem Wort kommt ja Einsicht heraus. Das Einsehen. Also in die internen Prozesse einzusehen.
Wie laufen die ab? Und ich habe jetzt euch ein paar Beispiele gesagt, wo man den ganzen Rattenschwall einfach abwürgen kann. Nicht abwürgen in dem Sinne, dass man wegtut, sondern man folgt ihm einfach nicht mehr. Und dann entsteht er auch nicht mehr. Das ist interessant. In dem Moment, wo wir achtsam sind, entsteht es nicht mehr. Wir bleiben beim Geräusch dabei und dann ist das Geräusch Geräusch. Zack, Punkt, aus. Und der ganze Rattenschwanz, von dem ich gesprochen habe, dieser Hahn, der stört mich schon lange und so weiter und so fort. Bis wir dann hingehen, bis wir dann aufstehen von unserer Meditation und den Hahn vertreiben. Und dann sind wir wütend oder dann haben wir ein Gefühl, ja, oder ärgerlich auf jeden Fall. Ja. Und dann ist erstens unsere Meditation unterbrochen. Wären wir bei dem Geräusch dabei geblieben, dann wäre unsere Meditation nicht unterbrochen worden und der Hahn hätte aufgehört zu schreien, ganz von selbst. Der schreit nämlich nicht den ganzen Tag lang. Der hat auch eine gewisse Energie. Und genauso ist es bei anderen Geräuschen. Wenn ihr mehr in der Kutti seid, dann ist es dasselbe so. Lasst halt das Geräusch Geräusch sein. Lasst es einfach durch euch durchgehen. Ohne anzuecken. Ohne zu sagen, warum muss dieser Schurke jetzt um 3 Uhr nachts aufstehen? Ne? Oder warum quietscht die Tür? Warum kann er die Tür nicht leise zumachen? Warum muss der jetzt das machen? Oder der das machen? Das erregt einfach nur unseren Ärger. Und das wollen wir, in dem Moment wollen wir das gar nicht. Wir wollen nämlich meditieren, praktizieren. Entweder wollen wir Samadhi praktizieren, dann ist es sowieso mehr als störend, sondern reißt uns nur raus. Oder wir wollen untersuchen, dann ist es auch störend. Wenn wir beim Untersuchen dabei sind und sowas kommt hoch, dann untersuchen wir mal den Ärger, den wir selber erzeugt haben. Das ist nämlich nicht der andere, der den Ärger in uns erzeugt. Das müssen wir lernen. Wir sind verantwortlich für unsere eigenen Reaktionen. Sind die Reaktionen angenehm, dann sind wir verantwortlich dafür. Sind die Reaktionen unangenehm, sind wir auch verantwortlich dafür. Diese Art, verstehen Sie wohl, woraus ist denn dieses Ich gemacht, das so einen festen Platz, dass dieses Zentrum der Welt ist, dieses Ich ist das Zentrum der Welt. Woraus ist das gemacht? Wie schnell baut sich das auf? Wie baut sich das auf? Und so weiter und so fort. Betrachtet man unser Leben. Wenn wir in der Welt sind und dann kommt jemand zu her und sagt uns, dich mag ich nicht. Oder dich mag ich nicht. Und dann kommt sofort bei uns eine Reaktion auf. Und vielleicht sind wir ja noch so freundlich und fragen, was er denn nicht mag. Oder vielleicht sind wir gleich unfreundlich und hauen ihm eins ins Gesicht. Da rüttelt da jemand an unserem Selbstbild. An dem, was wir denken, wir sind. Wir denken natürlich alle, wir sind ganz perfekt und wir sind lieb und nett. Und es ist niemand besser als wir. Nur die anderen sind die Probleme. Nur die anderen sind nicht so gut. Ne? Die anderen machen diese Fehler und machen jene Fehler. Und den Fehler beim anderen zu sehen, ist einfach. Den Fehler bei sich zu sehen, ist schwierig. Und wie kommt das zu diesem Bild zustande? Wie kommt dieses Bild zustande, das wir von uns haben? Ha? Schau doch mal selber. Was er braucht, ist ein bisschen Achtsamkeit. Wie sich dieses Bild aufbaut. Ich kann das. Ich kann das nicht. Ich will das. Ich will das nicht. Das ist jenseits von meinen Grenzen. Meinen gehört auch mit dazu. Und so weiter und so fort. Und wenn wir dann mal sagen, das stimmt doch nicht, oder das weiß ich nicht, oder da bin ich nicht sicher, ist das wirklich, mag ich das wirklich nicht? Dann fängt an, das Bild, oder die Festigkeit dieses Ich, oder diese Burg, anfangen
fängt langsam an zu zerbröseln. Und wenn die anfängt zu zerbröseln, dann sehen wir, was da wirklich ist. Nicht einfach nur von den Tatsachen ausgehen, die wir glauben. Wenn wir wirklich praktizieren, wenn wir wirklich diesen Weg praktizieren, dann fangen wir an, alles und jedes zu hinterfragen. Egal wie sicher das ist oder egal wie unsicher das ist. Alles wird hinterfragt. Und warum? Und wieso und weshalb? Warum mag ich das nicht? Und dann kommt sofort eine Antwort hoch. Und dann hinterfragen wir die Antwort. So lange. Wir hinterfragen so lange, bis nichts mehr da ist, bis keine Antwort mehr hochkommt. Wir können davon ausgehen. Wir können da sicher sein, dass all diese Antworten, die da hochkommen, wenn man anfängt zu hinterfragen, von den Kelesas produziert worden sind. Und das heißt, wenn wir nicht nachgeben und jede dieser Antworten hinterfragen, kommt man in eine Leere rein. Plötzlich kommt keine Antwort mehr hoch. Irgendwann haben wir mal die Kelesas ausgetrickst, sodass sie keine Antwort mehr wissen. Und dann ist da eine ganz tiefe Ruhe. Und in dieser Ruhe, wenn das wirklich eine wichtige Frage war oder ein wichtiges Problem ist, aus dieser Ruhe kann dann diese Antwort entstehen. Aber das ist nicht eine Antwort im Sinne von einem Gedanken, sondern das ist eine Antwort im Sinne von einer Einsicht. Wir sehen ein in die Natur der Dinge. Was auch immer wir bereit sind, nicht zu untersuchen, das ist das, was für uns die meiste Gefahr darstellt. Das ist da, genauso wie im Dunkeln lässt sich's gut munkeln. Da, wo wir nicht das Licht der Achtsamkeit hinschicken, da passiert der ganze Mist. Also es ist nichts da, das wir nicht untersuchen dürfen. Es ist nichts da, das wir nicht hinterfragen dürfen. Wir dürfen alles hinterfragen. Oder wir müssen alles hinterfragen. Das, was wir nicht hinterfragen, ist da, wo die Kelesas dich hinterverbergen. Genauso wie der Schatten keine Chance hat, wenn wir mit der Taschenlampe da reinleuchten, muss der Schatten weichen. Da kann nichts passieren. Und Avicca ist nichts anderes als die Dunkelheit oder dieser Schatten. Leuchten wir mit dem Licht der Achtsamkeit hin, da muss die Dunkelheit verschwinden. Es geht nicht, dass die Dunkelheit bestehen bleibt, wenn wir das Licht anknüpfen. Das geht einfach nicht. Das ist unmöglich. Also leuchten wir mal alle Ecken in unserer Geistesstube aus. Ja, ist doch nichts dagegen einzuwenden. Wir wollen doch auch mal sehen. Haben wir mal in unserem Haus irgendwo eine Kammer, wo wir alles nur reinschmeißen? Irgendwann müssen wir mal anfangen, die Kammer aufzuräumen. Und dann machen wir erstmal Licht. Und dann tun wir mal die groben Gegenstände raus, die da so quer liegen. Und dann schmeißen wir alles raus. Solange, bis wir alles erkennen. Alles. Und dann fangen wir mal aufzuräumen. Und dann fangen wir mal die Fenster an zu putzen. Und dann kommt Licht von außen herein. Und das Ganze wird heller und heller und klarer und einsichtiger. Aber machen wir diese Arbeit nicht, ja, dann bleibt das alles im Dunkeln. Und wie man so schön sagt, im Dunkeln lässt sich's einfach gut munkeln. Da passiert nämlich die ganze Sache, die wir nicht mögen. Da werden die ganzen Probleme kreiert. Da werden die ganzen Sorgen, da werden die ganzen Ängste erzeugt. In dieser Dunkelheit. Ist da Licht drin? Da wird nichts erzeugt. Da sehen wir nämlich alles klar, wie alles passiert. Einsehen. Sehen mit unseren inneren Augen. Sei es jetzt, wenn wir den Körper untersuchen, den Körper mit unseren inneren Augen zu sehen. Sei es bei den Gefühlen. Die Gefühle zu sehen.
Was heißt das wirklich unangenehmes Gefühl? Was heißt das angenehme Gefühl? Unser ganzes Leben, und kurioserweise, laufen wir nicht nur vor den angenehmen Gefühlen, laufen wir nicht nur vor den unangenehmen Gefühlen davon, sondern wir laufen auch von den angenehmen Gefühlen davon. Ob wir es nun glauben oder nicht, wir können uns alle erinnern, in dem Moment, wo ein angenehmes Gefühl entsteht, ist der erste Gedanke, wie können wir das länger behalten, wie können wir das wieder haben und wie können wir das öfters wieder haben. Das heißt, wir bleiben nicht bei dem angenehmen Gefühl dabei. Also wir verstehen, im Grunde genommen verstehen wir das angenehme Gefühl nicht. Wir müssen lernen, bei den Dingen beibleiben zu können. Das angenehme Gefühl zu sehen, wie es entsteht und wie es vergeht. Ganz von selber. Ob wir jetzt nun verstehen, am Anfang werden wir das nicht verstehen, was das angenehme Gefühl hervorgerufen hat. Zum Schluss hin werden wir es verstehen. Das ist egal. Wir bleiben von der Entstehung hin bis zum Vergehen hin dabei. Ohne in Gedanken abzuhauen. Nicht, wie kann ich das wiederbekommen? Oder das möchte ich verlängern. Oder das war so schön. Und womit kann ich das vergleichen? Und so weiter und so fort. Das habe ich doch schon mal gehabt. Und so weiter. Wir rennen immer nur davon. Mit unseren Gedanken rennen wir davon. Wie von Pferden gezogen. Von den Gedanken gezogen kriegt man nichts mit. Von unseren Erinnerungen weggezogen kriegt man nichts mit. Und dasselbe passiert bei den unangenehmen Gefühlen. Das ist uns ja nichts Neues. Bei den unangenehmen Gefühlen, dann suchen wir als erstes das Erste, wer ist der Schuldige? Wir sind ja unschuldig. Also ist die Umwelt schuldig oder der Nachbar schuldig oder dieser schuldig oder das schuldig. Und dann haben wir das festgemacht mit unserer ganzen rationalen Kraft, haben wir dann also einen richtigen Verdikt gezimmert und dann wird er verurteilt. Der ist schuldig und der muss dafür büßen. Und, was ist passiert? Das unangenehme Gefühl ist schon lange vergangen. Wären wir dabei geblieben, hätten wir es verstanden. Das entsteht und es vergeht. Das verändert sich. Bei Schmerzen ist es nichts anderes. Die sind doch nicht ständig da. Das heißt, die entstehen irgendwann mal und die vergehen mal wieder. Als sie dabei bleiben. Die beiden Dinge müssen wir lernen. Wir müssen lernen, dabei zu bleiben. Eine Hilfe ist natürlich das Samadhi. Wir lernen, dabei zu bleiben bei unserem Objekt. Komme, was wolle. Komme, was wolle. Wir bleiben bei unserem Objekt. Es kann uns nichts aus der Ruhe bringen. Wenn uns was aus der Ruhe bringt, dann ist was mit unserer Praxis falsch. Nicht das, was uns aus der Ruhe bringt. Unser Hundschweinchen kommt schon wieder an. Er muss in seinem letzten Leben Schwein gewesen sein. Diesem Leben hat er es zum Hund gebracht. Oder ist er auf den Hund gekommen? Wir müssen einfach lernen, bei den Dingen zu bleiben. Nicht abzuhauen. Nicht uns von dem Zug der Gedanken oder dem Zug der Erinnerung abschneiden zu lassen oder abhauen zu lassen oder wegziehen zu lassen. Beim Gefühl bleiben wir beim Gefühl. Sei es jetzt unangenehm, sei es neutral oder sei es angenehm. Und schauen mal wirklich an. Ein angenehmes Gefühl kann sehr angenehm sein. Es kann so angenehm sein, dass die Tränen laufen. Die Freude kann so groß werden, dass man im Grunde genommen gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Und dann fangen die Tränen an zu laufen. Dabei bleiben, nicht zu sagen, was jetzt los. Einfach dabei bleiben. Die Tränen hören dann auch wieder auf. In anderen Worten wird das Pity bezeichnen. Als Freude, als große Freude. Oder Entzücken. Das passiert. In dem Moment, wo der Geist zur Ruhe kommt, dann kann das gut passieren, dass dieses Entzücken hochkommt. Dann bleiben wir halt mal dabei.
Oder wir bleiben bei unserem Buddha. Wir müssen das lernen, bei den Dingen zu bleiben. Deswegen müssen wir das Samadhi einfach lernen. Koste es, was es wolle. Wir bleiben bei unserem Buddha dabei. Koste es, was es wolle. Oder wir bleiben bei unserem Atem dabei. Koste es, was es wolle. Oder wir bleiben bei der Kombination von Buddha und Atem dabei. Koste es, was es wolle. Und wenn wir bei der Untersuchung sind, ist es jetzt die Äußerlichkeiten des Körpers oder ist es einfach nur die Reflexion, was dieser Körper uns denn bringt, außer Schwierigkeiten? Und er bringt uns, wenn wir es wirklich mal untersuchen, bringt er eben nur uns Schwierigkeiten. Ständig muss er gefüttert werden. Ständig muss er aufs Klo gebracht werden. Ständig muss er gewaschen werden, wie ein kleines Kind. Nur da sorgt sich die Mutter oder der Vater. Jetzt haben wir gelernt, uns selber dafür zu sorgen. Wir müssen ihn zu Bett legen. Wir müssen ihn kleiden. Wir müssen ihn waschen. Wir müssen ihn füttern. Ja. So. Und was bringt er uns? Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen. Ja? Kosten sind groß. Nutzen sind wenig. Vielleicht haben wir ja mal für 5 Minuten, wenn es viel ist, ne, am Tag, haben wir mal für 5 Minuten wirklich ein Entzücken. Und der Rest ist Sorge und Mühe und Mühsal und Qual. Für diese 5 Minuten tun wir alles. Ne? Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen. Was bringt er uns denn wirklich? Ha? Außer Mühsal, außer Arbeit, ständig. Da müssen wir ihn bewegen, der kann nämlich ewig liegen, müssen wir ihn bewegen. Und dann müssen wir ihn wieder füttern, dann müssen wir ihn wieder schlafen legen und so weiter und so fort. Irgendwas stimmt. So. Und was bringt er? Fragt euch selber. Das ist eine Form von Körperuntersuchung. Andere Form ist, die Haare zu untersuchen oder die Einzelheiten. Die Haare, die Kopfhaare oder die Körperhaare oder die Haut oder die Zähne oder die Nägel. Wo kommt denn der ganze Dreck her? Oder was passiert, wenn? Was passiert, wenn wir unsere Haare 4 Wochen nicht waschen? Wo kommt der Dreck her? Wo kommt der Dreck her, wenn wir uns Kleidung anziehen? Selbst Bettwäsche müssen wir wechseln. Wo kommt der Dreck her? Habe ich ja gestern gesagt, ne? Wir haben ein schönes Kopfkissen, ne? Das ist so richtig unser so Puschelkissen, ne? Und dann legen wir uns und da ruhen wir ganz besonders, das ist schön warm. Und da ruhen wir uns ganz gerne aus. Legen wir unseren Kopf gerne drauf. Jeder hat sowas. Und dann irgendwann mal interessiert es uns, was ist denn da drin, dass das Kissen so angenehm macht. Und dann öffnen wir es und dann sehen wir, da ist eine Haufe voll warme Scheiße drin. Das macht es nämlich weich und warm. So. In dem Moment, wo wir das gesehen haben, ich glaube nicht, dass da irgendjemand noch in der Lage ist, selbst wenn er das zutut und verschweißt, dass da noch irgendjemand seinen Kopf drauf legt. Und dasselbe passiert dann mit dem Körper. In dem Moment, wo man mal den Körper aufschneiden, wo man den Reißverschluss mal aufmachen und innen drin schaut, sehen wir genau dasselbe. Die Nahrung, wenn die im Magen drin ist, wollen wir gar nicht mehr sehen. Wenn wir mal kotzen müssen, dann können wir das Erbrochene können wir gar nicht sehen. Es ist nur im Magen, es ist noch nicht mal verdaut, es hat noch nicht mal seine Funktion erfüllt. Und schon können wir es nicht mehr sehen. Selbst wenn es im Mund ist und wenn wir das nur mit unseren Zähnen zermahlen haben und dann ausspucken würden, dann würden wir es auch nicht mehr essen wollen. Warum ist das so alles? Alles, was mit dem Körper in Berührung kommt, das ist plötzlich scheußlich. Bevor es noch in den Körper kommt, na, ist es schön. Was ist die Trennwand? Mal die Trennwand aufmachen und mal schauen, was ist denn das so? Mal genauso wie wir die Reflexion machen über die Kosten-Nutzen-Rechnung. Was bringt uns der Körper eigentlich? Das ist auch ein Teil davon. Und wieso haben wir ihn? Und wieso sind wir drin geboren worden? Und wieso tragen wir den ständig mit uns herum?
Wenn wir den nicht haben, unser Chitta kann überall hingehen. Das braucht keine Flugzeuge, das braucht keine Autos, das braucht keine Beine. Wo immer das Chitta hingehen will, da kann es hingehen. Das kann selber in Bereiche gehen, wo man als Mensch nicht hinkommt. Es kann in die himmlischen Bereiche gehen, es kann auch in die höllischen Bereiche gehen. Man kann sich alles da genau anschauen, was es ist. Das braucht da keinen Körper dazu. Also warum schleppen wir diesen Körper mit uns rum? Was bringt er uns? Und er ist sicherlich, was er bringt. Macht es euch mal klar. Und im Endeffekt läuft es auf die sechs Sinne heraus. Sehen zu können, hören zu können, riechen zu können, schmecken zu können, tasten und fühlen zu können und vor allem denken zu können. Und da läuft es nämlich im Endeffekt darauf raus. Und dann hinterfragen wir jede dieser Sinne. Wie viel Vergnügen bringt uns der Sehsinn? Und wie viel Verdruss? Wie oft am Tag bringt uns Verdruss und wie oft am Tag bringt uns Vergnügen? Der Hörsinn genauso. Wie oft bringt uns Verdruss, wie oft bringt uns Vergnügen? Mal wirklich eine Kostenrechnung aufzustellen. Ist doch nichts dagegen einzuwenden. Im tagtäglichen Leben stellen wir Kostenrechnungen auf. Wenn wir was verdienen, dann fragen wir uns, ist es wert? Also ist es wert oder kann ich es damit machen? Kann ich damit meine Wohnung bezahlen oder muss jetzt eine größere Wohnung beziehen oder eine kleinere Wohnung oder kann ich mir ein Haus leisten oder dies leisten oder jenes leisten? Da stellen wir, da hinterfragen wir alle Sachen, ne? Aber in dem Moment, wo es uns um den Körper geht, dann hinterfragen wir plötzlich gar nichts. Das ist auch vollkommen selbstverständlich, ist doch schon da. Seit unserer Geburt ist er da. Bis unserem Tod ist er da. Wieso soll man das hinterfragen, was immer da ist? Aber nach dem Tod kommt ein neuer Körper, ne? Je nachdem, wenn unser Speiseeis zu Ende ist, dann kommt ein neues Speiseeis. Manchmal schmeckt es uns, manchmal schmeckt es nicht. Den Dingen auf den Grund zu gehen, das ist der ganze Sinn und Zweck der Praxis. Das ist Entwicklung der Weisheit. Das ist Entwicklung von Einsichten. Einsehen in die tiefere Natur der Dinge. Sei es jetzt mal die Geräusche bei den Geräuschen zu sein zu lassen und den ganzen Rattenschwanz, der uns nur Verdruss bringt, abzuschmeißen. Oder sei es die Kosten-Nutzen-Rechnung aufzustellen über den Körper. Sei es dies oder das. Was machen wir denn eigentlich? Oder sei es mal diese feste Burg von dem, was wir annehmen, dass ich ist. Aufklamüsern in die fünf Gruppen. Das ist die Gruppe des Körpers, das ist die Gruppe des Gefühls, das ist die Gruppe der Erinnerungen und Assoziationen, das ist die Gruppe des Denkens und das ist die Gruppe des Bewusstseins. Ja? So. Und das Ich ist die Kombination. Oder? Schaut euch mal selber an. Hinterfragt das mal. Was ist es jetzt wirklich ich, was jenseits dieser Gruppen ist? Was denkt ihr, was ich ist, was jenseits dieser fünf Gruppen ist? Was nicht in eine dieser Gruppe gehört? Ha? Fragt mal. Nennt die Dinge nicht einfach per se, ne? Hinterfragen, ne? Ist eine Form der Untersuchung, ist eine Form von Investigation, ist eine Form von Einsicht oder Weisheit zu schüren. Und das ist das, was wir brauchen. Wenn wir wirklich ein zufriedeneres Leben wollen oder wenn wir ein Leben, kein weiteres Leben mehr wollen. Wenn wir die Freiheit suchen, dann ist das das Ein und Au. Bei den Dingen dabei zu bleiben. Das lernt man mit Samadhi-Übung. Den Geist zur Ruhe setzen, ist der Nebeneffekt dieser Samadhi-Übung. Den Geist zu konzentrieren, ist der Hauptzweck. Den Geist auf Achtsamkeit zu schärfen, ist der Hauptzweck. Achtsamkeit und Gewahrheit. Das ist das, in dem Moment, das ist wie die Taschenlampe. In dem Moment, wo die Taschenlampe angeschaltet ist, da kann kein Dunkel existieren. Was immer in den Strahl fällt, ist hell. Das ist Achtsamkeit. Da sind keine Kilesas verborgen. In dem Moment, wo die Taschenlampe oder die Batterie schwach wird, dann fängt die Dunkelheit wieder an.
In dem Moment fangen an, die Kilesas wieder zu arbeiten. Die können nicht, die können in der Helle oder im Licht nicht existieren. Die haben kein Lebensrecht in diesem Licht. Und das ist ja dann der Punkt beim Arahant. In dem Moment, wo die Dunkelheit vollkommen für immer und ewig verschwindet, ist nur noch Licht da. Da ist kein Dunkel mehr da. Und am Anfang benutzt man die Achtsamkeit, um alles auszuleuchten, um alles zu verstehen. Und da, wo das Licht hinfällt, da verstehen. Ist jetzt das am Anfang eine kleine Einsicht oder ist es eine tiefe Einsicht? Ist es eine Einsicht, die uns löst? Die eine der Fesseln löst? Dann ist es eine tiefe Einsicht. Ist es eine Einsicht, die uns dazu bringt, unser Leben ein bisschen zu verändern oder da ein bisschen mehr Achtsamkeit zu sein und da ein bisschen mehr Achtsamkeit drauf zu stellen? Ist es eine andere? Einsicht kommt in jeglicher Form und jeglicher Tiefe. So, es ist doch nichts dagegen einzuwenden. Im Leben machen wir das, stellen wir Kosten-Nutzen-Rechnung tagtäglich auf. Schauen wir unser Bankkonto an und dann überlegen wir uns, was wir kaufen können, ob wir uns das leisten können oder nicht. Und wenn unser Bankkonto immer klein ist, dann überlegen wir uns, ob man nicht eine bessere Arbeit, die ein bisschen mehr Geld bringt. Ja, machen wir. Und warum machen wir das nicht mal mit unserem Leben? Mit dem, was immer da ist, also was in diesem Leben immer da ist, mit dem Körper? Oder mit den Gefühlen, mit den Erinnerungen, mit den Gedanken? Warum macht man da mal nicht einen Kosten-Nutzen-Rechnung? Welche Gedanken verdrießen uns ständig? Und warum lassen wir die immer wieder rein? Ha? Welche Gedanken bringen Angst hervor? Und warum lassen wir die herein? Ha? Ist doch im Grunde genommen Blödsinn. Warum verbrennen wir ständig unser eigenes Herz? Warum verdrießen wir uns ständig? Sind wir denn so glücklich, wenn wir missmutig sind? Sind wir denn so glücklich, wenn wir deprimiert sind? Warum lassen wir die Gedanken, die dieses erzeugen, oder die Erinnerungen, die dieses zeugen, ins Herz rein? Ja, kommt doch alle rein, zerstört mein Herz, das ist doch so toll, oder? Deprimieren ist doch so toll. Verdruss ist doch so was Schönes. Oder nach was zu gieren ist doch so was Tolles. Nur dann, wenn ich das befriedigen kann. Und die Befriedigung der Gier, wie lange muss die Gier heizen, bevor ich sie befriedigen kann? Wie lange muss ich meine Hand ins Feuer stecken, bevor ich sie in den Eimer von kaltem Wasser stecken kann? Und dieses Gefühl dann, wenn der Schmerz nachlässt, das ist das, was uns befriedigt. Wir verbrennen uns, wenn wir uns die Hand beim Kochen verbrennen, wenn der Dampf zu groß ist. Dann schreien wir und jammern wir. Wenn wir am Strand sind und unseren Körper verbrennen von der Sonne, dann jauchzt man. Fällt euch was auf? Fällt ein Groschen? Das eine Verbrennen finden wir schön und das andere Verbrennen, das ist verdrießlich. Fällt einem ein Groschen? Das eine bezahlt man als Lust und das andere bezahlt man als Verdruss. Aber weil wir uns die Dinge nicht anschauen, deswegen verstehen wir sie nicht. Aber das ist ein schönes Beispiel. Die Leute rennen alle, die arbeiten alle, für 11 Monate im Leben, um dann einen Monat nach Spanien zu fahren oder nach Thailand zu fliegen und sich den Körper verbrennen zu lassen. Und je brauner dann er geworden ist, umso toller war ihr Urlaub. Sie kann doch irgendwas nicht stimmen, oder? Da ist doch irgendwas verkorkst in unserem Denken. Ansonsten macht es doch mal. Haltet doch mal die Hand ins Feuer und dann habt ihr neben einmal mit kaltem Wasser. Dann in dem Moment, wo der Schmerz los ist, und das ist nichts anderes, was bei Gier passiert, wenn man die Gier befriedigt.
Dann kommt ein Gefühl von, ah, ist das schön, eine Schmerznachlass. Ihr könnt auch mit dem Kopf gegen die Wand rennen. In dem Moment, wo der Schmerz nachlässt, ist dasselbe Gefühl. Das ist schön, wenn der Schmerz nachlässt. Ha? Also, schaut euch die Dinge an. Und damit höre ich auch auf.